wissen wir seit 130 Jahren, wie wir die Infektionskrankheit Covid-19 erfolgreich behandeln können. Dieses Wissen ist da, ja, das stimmt. Viele sagen immer wieder, das ist eine alte Therapie. Aspirin ist alt, Heparin ist alt, aber es funktioniert. Es sind halt gewisse Dinge, die man manchmal ein bisschen aus dem Gedächtnis verliert. Und wir sollten vermehrt auch wieder an solche klassischen Therapien denken, vor allem wenn es dann mal wirklich eng wird. Wovon die drei Wissenschaftler gerade geredet haben, das ist die Corona-Therapie mit Rekonvaleszentenplasma. Viele Covid-19-Genesene haben nämlich genau jene Antikörper im Blut, die Erkrankten helfen. Und hier nimmt das Rote Kreuz dieses Rekonvaleszentenplasma ab. Besonders gesuchte Spender sind übrigens Männer mit fieberhaftem Krankheitsverlauf. 700 solcher Spenden sind bisher österreichweit eingegangen. Weitere Spenden sind nach wie vor natürlich sehr erwünscht und gesucht, denn dieses Blutplasma kann Leben retten. Überhaupt ist unser Immunsystem eine wichtige Waffe gegen das Coronavirus. Mein Kollege Alfred Schwarzenberger hat sich für seine heutige Reportage gefragt, ob und was man für das Immunsystem machen kann. Er fragt sich quer durch die Disziplinen und trifft neben etlichen Kapazundern auch den einen oder anderen umstrittenen Experten. Seine Reportage beginnt er mit einem jungen Mann, der sehr vereinfacht gesagt gar kein Immunsystem hat und Covid-19 dennoch überlebt hat. Michael Staudinger ist vor 36 Jahren mit einem seltenen Gendefekt zur Welt gekommen. Sein Körper ist nicht in der Lage, Antikörper zu produzieren. Und das bedeutet, dass er Infektionen schutzlos ausgeliefert ist. Herr Staudinger verdankt sein Leben einem Mann, dessen zentrale Erkenntnis in der Corona-Krise wenig Beachtung findet. Es war in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts. Emil von Behring erkennt, dass Antikörper, die sich nach einer Infektion im Blut bilden, von Lebewesen zu Lebewesen übertragen werden können. Anfangs nutzte er infizierte Pferde, um größere Mengen seines Serums herzustellen. Und er nahm dadurch der Diphtherie ihren tödlichen Schrecken. Man gab ihm dafür den Namen Retter der Kinder. Und im Jahr 1901 wurde von Behring zum ersten Nobelpreisträger für Medizin erklärt. Mit der Begründung, dass er der medizinischen Wissenschaft neue Wege erschloss im Kampf gegen Krankheit und Tod. Wären Sie ohne die Errungenschaften der modernen Medizin lebensfähig? Nein. Nein. Also ich glaube, dass wenn dieses Mittel nicht vorhanden wäre, dann hätte mir wahrscheinlich in recht früher Kindheit eine Erkrankung getötet. Auch wenn es ein simpler Infekt gewesen wäre? Möglicherweise, ja. Einmal pro Quartal injiziert sich Herr Staudinger dieses Mittel, das auf von Behrings Erkenntnis beruht, sagt sein Arzt Dr. Michael Stradner, Immunologe in Graz. Das ist ein Präparat, das von Plasmaspendern gewonnen wird. Und dieses Präparat enthält konzentriert Antikörper. Diese Antikörper oder Immunglobuline sind Abwehrstoffe gegen Viren und Bakterien. Und das ist genau das, was dem Herrn Staudinger fehlt. Können Sie ein ganz normales, alltägliches Leben führen oder müssen Sie schon ein bisschen schauen, was tun? Also ich kann ein ganz normales, alltägliches Leben führen. Also wo es dann wirklich, wo ich dann achtsamer sein muss, ist jetzt bei Auslandsreisen zum Beispiel. Also ich kann im europäischen Raum in Ländern, wo die medizinische Versorgung super ist und es keine Impfungen braucht zum Beispiel, schon reisen, aber es ist natürlich für mich jetzt sehr limitiert. Also da merke ich, dass ich wirklich was habe. Sehr früh, Anfang März, infiziert sich Michael Staudinger mit dem Coronavirus. Es hat sich anfangs recht einfach abgezeichnet, ist dann über 2,5 Wochen, hat sich zu einer Lungenentzündung und zu hohem Fieber ausgewachsen. Bin dann ins Krankenhaus und es war über 1,5 Wochen so die Frage, wie ich wieder gesund werden kann. Und es ist anfangs mit Antibiotika behandelt worden. Und es war dann, die Situation ist langsam kritischer geworden. Und man ist im Grunde, glaube ich, vor einem Problem gestanden. Man hat nicht recht gewusst, überlebe ich es, wie geht's weiter. Martin Stradner und seine Kollegen entscheiden sich für die Plasmatherapie.
Und wieder ist es Emil von Behring, der Michael Staudinger das Leben rettet. Herr Staudinger ist der erste Österreicher, der mit Plasma gegen Covid-19 therapiert wurde. Wissen wir seit 130 Jahren, wie wir die Infektionskrankheit Covid-19 erfolgreich behandeln können? Dieses Wissen ist da, ja, das stimmt. Also es ist immer eine Therapie, wenn man so möchte, der letzten Linie. Wenn man sonst nichts in der Hand hat, dann muss man zurückgreifen auf die Jahrhunderte oder mehr als ein Jahrhundert alte Erkenntnis von Behring und das Serum oder Plasma von Rekonvaleszenten verwenden. Plasma wird in Österreich äußerst selten und im Regelfall spät im Krankheitsverlauf eingesetzt. Oft erst, wenn die Lungen schon beschädigt sind. Die Antikörper im Plasma können nicht reparieren. Sie eliminieren das Virus. Diese Wirkung beginnt bereits innerhalb der ersten Stunden nach der Gabe. Es war ein Zeitpunkt, wo ich halt wirklich relativ schnell hochgefiebert habe, über 40 Grad Fieber. Und bereits nach 3 Tagen nach der Plasmagabe ist es mir besser gegangen. Also es war genial und für mich auch genial zu sehen, dass quasi die Injektion vom menschlichen Plasma ins Blut einen derartigen Effekt hat. Im Jahr 2017 setzt sich ein offizielles WHO-Gremium, eine Vereinigung von Transfusionsmedizinern, dafür ein, dass die Plasmatherapie bei Epidemien durch neue Erreger in Betracht gezogen werden soll. Die WHO selbst distanziert sich von diesem Papier. Bei einem sich rasch ausbreitenden Ausbruch einer Viruserkrankung besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass viele anfällige Personen besonders früh erkranken, noch bevor wirksame Impfstoffe und antivirale Therapien zur Verfügung stehen. Denn das Plasma von Genesenen kann genau diese Aufgaben übernehmen. Es kann zur Heilung der Krankheit und auch prophylaktisch als eine Art Impfstoff eingesetzt werden. Und zudem ist es verfügbar, sobald die ersten Menschen wieder gesund sind. Ist es korrekt zu sagen, dass sich mit dem Virus gleichzeitig das Heilmittel, in diesem Fall, weltweit verbreitet? Das kann man so schön sagen, ja. Plasma als Therapieoption, ein Instrumentarium, das zum Glück nur die wenigsten brauchen. Bei etwa 90% verläuft die Infektion symptomlos oder unkompliziert. Ein schwerer Verlauf droht jenen Menschen, deren Immunsystem nicht in der Lage ist, adäquat auf das Virus zu reagieren. Es stellt sich also die Frage, ob man etwas für sein Immunsystem tun kann. Die Suche nach einer Antwort beginnt in einer Zeit, als es noch keine moderne Medizin gab. Schwester Hedwig vom Kloster Wernberg in Kärnten hat ihr Lebtag den Kräuterschatz gepflegt. Wollen Sie selber was haben? Wenn Sie das Zipperlein plagt, greifen Sie selber auch auf die Kräuterkraft zurück? Ja, zuerst einmal sicher mal einen Tee oder irgendein Kraut, wo ich weiß, dass es in der Richtung wirksam ist. Aber wenn ich ganz schnell Kopfweh weg haben will, dann nehme ich auch einmal eine Tomabirin. Das heißt, man braucht ein bisschen Geduld? Man braucht Geduld. Mindestens einen Tag. Aber es hilft in Ihren Augen? Es hilft. Und vor allem, wenn es um Entzündungen geht, um Wunden, dann sind mir die Kräuter schon viel lieber. Weil das einfach anders abhält. In der Klosterbibliothek ist das alte Wissen archiviert. Die dicken Bände seien voller Überraschungen. Und im Frühling würden jene Kräuter sprießen, deren Inhaltsstoffe unserem Organismus gut tun, meine Schwester Hedwig. Das ist Frauenmantel. Und den Namen hat er von der Form des Blattes. Wenn man ein bisschen Fantasie hat, kann man sich vorstellen, dass das ein Mantel ist. Was kann der Frauenmantel? Der Frauenmantel kann ganz, ganz viel. Wirkt beruhigend und hilft nicht nur den Frauen, sondern auch den Männern. Weil wir sind ja schließlich alle aus Fleisch und Blut. Anton Sundinger, Arzt aus St. Veit an der Glan, setzt in seiner täglichen Arbeit ebenfalls auf Kräuter. Nur orientiert er sich an der traditionellen chinesischen Medizin. Mit scheinbar einfachen Worten klärt er ab, ob das Immunsystem seiner Klientel außer Balance geraten ist. Wenn die Patienten mit Infektanfälligkeit zu mir kommen, ist die erste Frage immer, die ich stelle, ist Ihnen insgesamt kalt? Haben Sie kalte Füße,
brauchen Sie eine Wärmflasche, wenn Sie zu Bett gehen, müssen Sie mit Socken schlafen. Und wenn die Patienten das mit Ja beantworten, dann weiß ich, die haben ein Kälteproblem. Und dann, wenn sie sich leicht verkühlen, wo das Wort kühl drin ist, und leicht erkälten, wo das Wort kalt drin ist. Und was machen Sie dann? Und dann ist einmal das Erste, dass ich Pflanzen verwende, die eine wärmende Wirkung haben. Das ist einmal das Erste. Das wäre zum Beispiel? Das wäre der Rosmarin, das wäre Fenchel, Anis, Kümmel, das wäre die Meisterwurz, das wäre der Üsop. Die Kräuterheilkunde wird auch an Universitäten gelehrt. Phytopharmakologie heißt sie im Sprech der Wissenschaftler. In Teilbereichen bestätigen sie, dass Pflanzen das Immunsystem stützen können. Dieser wissenschaftliche Nachweis verwundert die beiden nicht. Sind Sie beide der Ansicht und überzeugt davon, dass die Kräuter helfen? Ganz einfach, ja. Die wirken Wunder manchmal, wenn man es richtig weiß. Also das kann ich eindeutig mit Ja beantworten. Ich beschäftige mich seit 24 Jahren mit den Heilpflanzen und ich verschreibe jeden Patienten, jeder Patientin eine Heilpflanze. Und da weiß ich einfach, was dann sich entwickelt und wie viel besser es den Patienten geht. Aber das kann doch nicht sein. Man kann oft vieles nicht messen, leider in der Medizin, aber die Erfahrung ist sehr wichtig. Wenn ich jetzt an die evidenzbasierte Medizin denke, dann ist das, was über die Jahrhunderte übertragen worden ist und was funktioniert, evidenzbasierte Medizin. Mit dem Punkt Erfahrung argumentieren auch die WHO-Transfusionsmediziner. Die Serumtherapie sei über 50 Jahre erfolgreich bei Infektionskrankheiten eingesetzt worden, etwa gegen die Pest, die Tollwut oder die Masern. Mit dem Aufkommen der Antibiotika sei ihr Gebrauch aber rasant zurückgegangen. Es sind halt gewisse Dinge, die man manchmal ein bisschen aus dem Gedächtnis verliert. Alte Hausmittel, Essigbatscheln von der Oma oder auch nur ein Tag Bettruhe können Wunder wirken. Und wir sollten vermehrt auch wieder an solche klassischen Therapien denken, vor allem wenn es dann mal wirklich eng wird. Universitätsprofessor Dr. Dieter Schwarz arbeitet am Wiener AKH und ist einer der erfahrensten Transfusionsmediziner Österreichs. Ohne seine und die Arbeit der Kollegenschaft wäre ein modernes Operationsgeschehen nicht möglich. Blutprodukte seien hochwirksame Medikamente, sagt Professor Schwarz. Haben wir ein probates Mittel gegen einen schweren Verlauf von Covid-19 in der Hand? Wir können selbstverständlich nicht garantieren, dass wir mit dieser Therapie jeden kritisch Erkrankten in jedem Stadium der Covid-Infektion hilfreich sein können, dass wir jeden Todesfall verhindern können. Meiner Ansicht nach ist es besonders wichtig, dass bei einem sich abzeichnenden schweren Verlauf möglichst früh diese Therapie eingesetzt wird. Das sagen auch die Studien, die ich gelesen habe, je früher man es einsetzt, umso besser. Auf jeden Fall. Das gilt wahrscheinlich für jede medizinische Therapie. Seine Erfahrung aus mehr als 30 Jahren Transfusionsmedizin wird von einer aktuellen amerikanischen Covid-19-Studie mit 20.000 Probanden gestützt. Die Transfusion von Plasma kann als sicher betrachtet werden. Schwerwiegende, aber auch lebensbedrohliche Nebenwirkungen sind grundsätzlich möglich. Aber sie liegen im Bereich unter Promille-Bereich, ja, wenn die Herstellung und auch die Testung ordnungsgemäß vorgenommen wurde. Die erfolgreiche Anwendung von Rekonvaleszentenplasma bei lebensbedrohenden Infektionen wurde ebenfalls in Case Studies beschrieben, insbesondere bei Influenzavirus- oder SARS-Coronavirus-Infektionen. Dieses Zitat stammt aus einer Stellungnahme deutscher Transfusionsmediziner, der Arbeitskreis Blut, aus dem Jahr 2015. Die Autorinnen und Autoren beziehen sich mit dieser Aussage auf die erste SARS-Pandemie vor 18 Jahren. Wir zeigen diese amtliche Mitteilung des deutschen Gesundheitsministeriums Universitätsprofessor Peter Schlenke, Chef der Transfusionsmedizin an der Uniklinik in Graz. Ja, das hat, glaube ich, heute noch Bestand, diese Feststellung des Arbeitskreises Blut vom Jahr 2015. Rekonvaleszentenplasma wird immer wieder sporadisch eingesetzt und wir können
bezüglich der letzten 20 Jahre sicherlich verweisen auf SARS-1 im Jahre 2003. Und wir haben dann zu späteren Zeitpunkten auch im Vorderen Orient mit MERS-Erreger gehabt, wo man durchaus Fallberichte hat und Fallserien hat, die zeigen können, dass man mit rekonvaleszentem Plasma tatsächlich die Krankheit mildern kann und Heilungen und die Sterblichkeit senken kann. Studien über den Einsatz von Plasma wurden bereits in einer sehr frühen Phase der Corona-Krise durchgeführt. Diese Untersuchung aus dem chinesischen Wuhan wurde im April veröffentlicht. Diese Studie zeigt, dass die Plasmatherapie bei Covid-19 wirksam und spezifisch ist. Sie hat eine besondere Bedeutung bei der Eliminierung des Virus und gilt als vielversprechende State-of-the-Art-Therapie in der Covid-19-Pandemie-Krise. Mittlerweile gibt es weltweit viele Studien, die zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Ausreichend für Ärztekammerpräsident Thomas Sekeresch. So viele Optionen haben wir nicht. Und wenn wir eine valide Option haben, nämlich die Verabreichung von Antikörpern in Form von rekonvaleszentem Plasma, dann muss man das nutzen. Ärztekammer und Rotes Kreuz suchen gemeinsam nach Plasmaspendern, die Corona-Antikörper gebildet haben. Eingesetzt wird die Plasmatherapie von der Ärzteschaft aber nur sehr zögerlich. Es fehle am letzten Beweis, hören wir immer wieder. Eine Studie, bei der eine Gruppe Plasma bekommt und die andere Vergleichsgruppe nicht, sagt Christoph Jungbauer, der Chef der Rotkreuz-Blutbank. Natürlich ist Empirie besser als sozusagen gar nichts zu wissen. Aber die heutige Medizin geht eben davon aus, dass der höchste Sicherungsgrad immer anzustreben ist. Natürlich muss man sagen, dass wenn man sehr viele Beobachtungsstudien hat, die alle in die gleiche Richtung zeigen, dass man solche Erkenntnisse dann nicht vom Tisch weisen kann. Die Plasmatherapie ist in Österreich zugelassen. Und dennoch wird von vielen gefordert, sie so ähnlich zu überprüfen wie etwa ein neues Medikament, das auf den Markt kommen soll. Einer der Gründe, warum Plasma in Österreich bislang nur etwa 40 Mal eingesetzt worden ist. Es ist eine neue Erkrankung und man ist sehr vorsichtig mit den Behandlungsoptionen. Deshalb hat man zugewartet, bis man gar keine Optionen mehr hatte und dann neue Medikamente bzw. das Rekonvaleszentenplasma eingesetzt. Ich gehe davon aus, dass es künftig früher eingesetzt wird, weil wenn ich die Vermehrung der Viren im Vorfeld verhindere, kann ich schwere Verläufe auch im Vorfeld verhindern. Und das sollte unser Ansatz sein. Aber wir lernen laufend bei neuen Krankheiten dazu, haben dazu gelernt, auch was die Beatmungsmodalitäten betrifft. Und deshalb hoffe ich, dass in Zukunft die Behandlung besser funktioniert. Wir wechseln zu einem umstrittenen Mann. Rüdiger Dahlke, eine Fixgröße im Bereich der Esoterik, hat sich in der Südsteiermark ein Refugium erschaffen. Dahlkes medizinische Positionen sorgen immer wieder für Kontroversen. Er ist Impfkritiker, hält Lichtnahrung für möglich und er glaubt an Wunder. Das hat der Professor Gallmeier aus Nürnberg-Erlangen gesagt, nachdem er sich mit Spontanremission, wie die Schulmedizin so schamhaft die Wunderheilung bei Krebs nennt. Der hat gesagt, nach ein paar Jahren, Arzt, der nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Also, wenn man den Glauben an Wunder hat, muss man natürlich sagen, bewirkt auch der schon was. Als Christ habe ich den Grundglauben an Wunder und war immer offen in der Medizin dafür. Dadurch habe ich ja statistisch also viel mehr Wunder miterlebt, als mir statistisch zustehen würden sozusagen. Also Patientinnen und Patienten haben das erlebt. Da mischen sich natürlich viele Dinge. Ja, also die Selbstheilungskräfte sind ein wesentlicher Aspekt, die Immunkraft, wesentlicher Aspekt, die Abwehrkraft. Im Wesentlichen dreht sich unsere Reportage um eine Frage, ob man etwas für sein Immunsystem tun kann oder eben nicht. Kann man? Aus meiner Sicht kann die Komplementärmedizin für die Naturheilkunde ganz viel tun. Zeigte sich ja auch bei der Corona-Krise. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Also das Fasten wissen wir heute, CRP-Wert sinkt. Das heißt, der Entzündungsmarker sinkt. Die Bereitschaft, auf Entzündungen zu reagieren, ist geringer. Die pflanzlich vollwertige Ernährung sinkt auch der CRP-Wert. Das heißt, es sind beides Aspekte, die dem Körper helfen, mit Entzündung viel besser fertig zu werden. Vom Fasten wissen wir das heute durch den Walter Longo, UCLA, der Nomia-Universität. Nach 4 Tagen Fasten ist das Immunsystem 40% regeneriert und aufgebaut.
Herr Dahlke kritisiert, dass es immer wieder lange dauere, bis alternative Erkenntnisse ihren Eingang in die wissenschaftliche Medizin finden. Und damit meint er nicht nur das Fasten allein. Barfuß gehen zum Beispiel kostet überhaupt nichts. Und wenn du barfuß gehst... Barfuß gehen ist gut fürs Immunsystem. Ja, du nimmst Elektronen auf, also wenn du jetzt auf den Boden gehst. Und Elektronen, die sättigen dann diese sogenannten freien Radikale ab. Und dann werden die harmlos. Und diese freien Radikale sind eine gefährliche Geschichte. Deswegen kaufen die Leute viele Antioxidantien in der Apotheke, Reformhaus und so weiter. Aber man könnte auch einfach barfuß gehen. Kostet nichts, sehr einfach. Wenn ich Sie kurz unterbrechen darf. Sie sagen, barfuß gehen ist gut für das Immunsystem. Ihre Kritiker würden nun sagen, so ein Schmafu, das fällt ins Reich der Märchen. Es gibt einige Studien aus den USA, die wirklich auch diese Dinge ganz gut belegen. Und wir können das fürs Fasten belegen, für die Ernährung belegen. Wir können ja inzwischen sogar belegen, dass Achtsamkeit hilft, auch dem Immunsystem. Was gestern noch abstrus geklungen hat, kann morgen schon neue Normalität sein. Das könne auch dafür gelten, dass sich in Dahlkes Welt Waldbaden nennt. Fakt ist, wir können heute belegen, dass Aufenthalt im Wald gesund ist. Es gibt in Nagano, kennt ihr jeder Österreicher, das ist Hermann Mayer, in Nagano eine Universität, die belegt mit vielen Studien, dass du kaum was Besseres für deinen Immunstatus machen kannst, als in den Wald gehen. Muss man sich vorstellen, nach einer Stunde im Wald und am nächsten Tag nochmal eine Stunde, ist das Immunsystem, was die natürlichen Killerzellen angeht, 50% besser. Die natürlichen Killerzellen, die braucht man besonders zur Abwehr von Viren. Wenn man 3 Tage im Wald ist, geht es über einen Monat. Wenn man eine ganze Woche verbringt, dann hast du ein Vierteljahr und länger diesen Immunbooster. Der Kosmos des Rüdiger Dahlke und jener der wissenschaftlichen Medizin haben eine große Schnittmenge, wenn es um die Frage geht, was denn nun schlecht für das Immunsystem ist. Rauchen, zu viel Alkohol, ungesunde Ernährung oder eine Krankheit wie Diabetes, sagt der Immunologe Michael Stratner. Ein weiterer Faktor, der das Immunsystem schwächt, ist chronischer Stress, also lang andauernder, über mehrere Tage und Wochen anhaltender Stress. Fällt Angst auch darunter? Große Angst macht natürlich Stress und würde auch unter chronischen Stress fallen, selbstverständlich. Ein Faktor, der hier eine Rolle spielt, ist das Cortisol, ein körpereigenes Hormon, das ein Stresshormon ist. Und dieses Cortisol ist eines der potentesten immunsuppressiven Stoffe, die wir kennen. Wir verwenden es auch in der Medizin zur Hemmung des Immunsystems. Dr. Stratner bestätigt die positiven Auswirkungen des gezielten Fastens auf das Immunsystem. Und auch dabei gilt, zu viel ist ungesund. Es ist immerhin so, dass eine Hauptursache für geschwächtes Immunsystem weltweit der Hunger in der Welt ist. Das heißt, Menschen, die sich nicht ausreichend ernähren, bei denen leidet das Immunsystem, weil das Immunsystem auch ein sehr energieaufwendiges System ist. Es braucht ungefähr 20% unseres ganzen Energiehaushaltes. Also eigentlich ähnlich dem Gehirn. Am Zusammenhang zwischen Psyche und Immunsystem werde zur Stunde viel geforscht, sagt Dr. Stratner. Dass man sich aber gesund denken kann, daran will er nicht so recht glauben. Es wäre vielleicht möglich, in gewissen leichten Fällen. Ein Herr Staudinger kann und darf glauben, aber es wird ihn nicht gesund machen. Beim Blinddarmdurchbruch wird es ähnlich sein. So ist es, ja. Und den besagten Blinddarmdurchbruch vielleicht auch noch mit Globuli behandeln. Mit solchen polemischen Argumenten sieht sich Christoph Abermann, Homöopath in Gmunden, immer wieder konfrontiert. Ja, man glaubt, dass Homöopathen sich als Voodoo-Zauberer sehen und alles homöopathisch wegzaubern wollen. Das stimmt ja nicht. Wir arbeiten wir sind ganz normale Ärzte und erkennen auch, wo die Grenzen der Homöopathie sind und wissen dann, an wen wir uns wenden müssen. Aber es gibt halt sehr viele Dinge, von denen man primär nicht glaubt, dass sie besser werden, die sehr wohl homöopathisch beeinflussbar sind.
Dr. Abermann ist Präsident der Ärztegesellschaft für klassische Homöopathie. Selbstredend glaubt er an die positiven Effekte seines Handwerks. Wenn Sie von Immunsystem reden, gibt es ja im Prinzip drei große Arten von Krankheiten im Immunsystem. Das eine ist ein schwaches Immunsystem, also Patienten, die ständig Infekte haben. Und die zwei anderen betreffen eine Überreaktion des Immunsystems, nämlich Allergien, wo das Immunsystem auf externe Faktoren wie Pollen oder Katzenhaare übermäßig reagiert. Und die sogenannten Autoimmunerkrankungen, wo der Körper überhaupt oder das Immunsystem auf körpereigene Substanzen losgeht. Und was die Homöopathie kann, ist, das Immunsystem ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist im einen Fall, es zu stärken und zu bewirken, dass eben die Antikörper mehr werden und der Patient gegen die Infekte besser vorgehen kann. Ich habe also genügend Fälle von Patienten, die im Jahr 12 Anginen haben und mit der passenden homöopathischen Arznei dann vielleicht noch einmal im Jahr leichtes Halskratzen. Einen wissenschaftlichen Beweis auf der Basis von Vergleichsgruppen gibt es für diese Aussage nicht. Einer Gruppe dieselben Globuli zu verabreichen, funktioniere nicht, denn die Homöopathie sei eine stark personalisierte Form der Medizin. In der Homöopathie sucht man eine Arznei aus etwa 4000 verschiedenen Arzneien. Sie sehen hier eine Auswahl und in allen weiteren Schubladen weitere homöopathische Arzneien, die wir auswählen, indem wir genau zum Symptomenmuster des Patienten die passende Arznei suchen. Das heißt, wir fragen den Patienten nicht nur über sein Problem mit dem Immunsystem, wenn der Patient also zum Beispiel immer wiederkehrende Mandelentzündungen hat, sondern wir fragen ihn auch über andere Beschwerden. Er hat Kopfschmerzen, er hat Schlafstörungen, er hat vielleicht Verhaltensauffälligkeiten und wir suchen eine Arznei, die zu dem Gesamtmuster, die dieser Patient aufweist, passt. Und nur wenn die genau passt, zu allem passt, dann werden die Infekte besser. Das bedeutet, dass bei einer Studie nicht das Mittelchen, also die Globuli, auf dem Prüfstand stünden, sondern der Homöopath. Eine erfolgreiche Schweizer Homöopathiestudie mit hyperaktiven Kindern habe gezeigt, dass ein Studiendesign gefunden werden kann, das sowohl dem Wesen der Homöopathie als auch anerkannten wissenschaftlichen Kriterien entspricht. Kann die Homöopathie auch etwas bei akuten Infekten tun, sagen wir den handelsüblichen grippalen Infekt? Ja, absolut. Das ist also auch mein tägliches Brot, vor allem im Jänner, Februar, in der Grippezeit. Und ich erwarte mir von der homöopathischen Behandlung eines akuten Infektes, dass der Patient mindestens in 1 bis 2 Tagen gesund oder praktisch gesund ist. Also es muss schneller gehen, als wenn er nicht behandelt wird. Und das ist auch tatsächlich sehr gut möglich, bei grippalen Infekten zum Beispiel, aber auch bei vielen anderen Formen von Infekten. Die Gegner der Homöopathie würden jetzt sagen, alles Humbug, was Sie da gerade erzählt haben. Ja, sagen Sie, aber dann sollen Sie zuerst das gut untersuchen an Universitäten. Leider muss man sagen, ist leider das eine gegenteilige Entwicklung im Moment der Fall. Sowohl die Universität Wien als auch Linz haben die Homöopathie von ihrem Lehrplan gestrichen im letzten Jahr. Es wird also leider keinerlei Forschung in diese Richtung betrieben. Der Fokus der Forschung liegt in Corona-Zeiten auf der raschen Suche nach einem neuen Impfstoff. Demgegenüber steht eine altbewährte Impftechnik, die effektiv und sicher ist, die Passivimmunisierung. Mit dem Blutplasma von Corona-Genesenen kann dieser Impfstoff hergestellt werden. Deswegen suchen auch Pharmafirmen nach Plasmaspendern. Bis in die 1990er hinein sei auf dieser Basis geimpft worden, sagt Professor Dieter Schwarz. Da werden sich einige noch daran erinnern, dass Hepatitis A in den Mittelmeerländern ein Problem dargestellt hat und relativ viele Infektionen auch bei Reisen nach Ägypten in die Türkei zustande gekommen ist. Und damals hat es eine ganz normale Empfehlung gegeben, so ein Hyperimmunglobulin von Rekonvaleszenten, die eine Hepatitis A durchgemacht haben, in dieser Darreichungsform einer intramuskulären Injektion, das kann heute jeder Sanitäter auch verabreichen, vor der Reise in diese Länder. Das könnte man heute im Prinzip mit Covid jetzt auch machen. Es wäre jetzt die richtige Zeit dafür. Solche Präparate müssen aber erst zugelassen werden und das kann dauern. Als Impfung augenblicklich verfügbar wäre das Plasma von Corona-Genesenen. Nicht flächendeckend, aber wenn zum Beispiel ein Ausbruch in einem Altersheim droht, könnten so die Menschen dort geschützt werden, schlägt Professor Peter Schlenke vor. Man kann tatsächlich auch neben dieser therapeutischen Option eine prophylaktische Strategie fahren, dass man eine passive Immunität in einen potenziell zu Erkrankenden überträgt und er ist dann für mehrere Monate geschützt, weil er Rekonvaleszentenplasma bekommen hat.
So eine Plasmaimpfung könnte zum Beispiel auch medizinisches Personal auf einer Corona-Station empfangen. Sie wären somit vor dem Virus geschützt. Eine Infektion durch eine Plasmagabe mit einem anderen Virus wie etwa HIV kann heute de facto ausgeschlossen werden. Plasma zur Transfusion, zur direkten Transfusion, ist heute ein sehr sicheres Medikament. Es wird genauso wie die Blutspende, wo es um die roten Blutzellen geht, etwa 20 verschiedenen Tests unterworfen, Labortests, bevor es freigegeben werden kann. Der Mensch als Ersatzteillager, das gilt nicht nur für Antikörper oder Organe, sondern auch für die Gesamtheit der Keime, die in uns wohnt. Mikrobiom nennt die Wissenschaft jene rund 2 Kilogramm Viren, Bakterien und Pilze, die in unserem Darm wohnen. Auf diesen Bereich hat sich Doktorin Patricia Kumm spezialisiert. Sie forscht an der Med-Uni-Klinik in Graz. Wir erkennen immer mehr, dass Bakterien untereinander, also von verschiedenen Lokalisationen, Darmbakterien, vielleicht auch mit Lungenbakterien in irgendeiner Art der Kommunikation stehen. Das liegt daran, dass wir sehen, wenn Patienten Lungenentzündungen haben, dass sich dann auch das Darmmikrobiom verändert, zum Beispiel, dass hier wirklich eine Achse besteht. Gerät die komplexe Lebensgemeinschaft der Keime aus der Balance, schwächt dies unser Immunsystem. Bei schweren Entzündungen im Darm ist in manchen Fällen eine Stuhltransplantation der letzte Ausweg. Doktorin Kump betont, dass es sich hierbei um eine experimentelle Therapieform handelt. Wir suchen Spender aus, die gesund sind, jung sind, nicht adipös sind, das heißt kein Übergewicht haben, keine Diabetiker sind, in der Regel keine Medikamente einnehmen. Vor allem keine Antibiotika eingenommen haben, zumindest in den letzten 3, besser in den letzten 6 Monaten keine Infekte hatten. Es ist gar nicht so leicht, diese Spender zu finden. Für den Stuhl wird ein ähnliches Sicherheitsverfahren wie für Blut- oder Plasmatransfusionen angewendet. Oberstes Ziel ist es auch hier, keine möglichen Erkrankungen des Spenders auf den Empfänger zu übertragen. Hier haben wir nicht nur die Keime, wir haben ja deren Nahrungsmittel auch noch dabei, ja, das sogenannte Präbiotikum. Weil im Stuhl sind ja auch noch Reste von Fasern, wir haben da schon Stoffwechselprodukte von Bakterien dabei. Also da wird das ganze Buffet sozusagen transportiert mit den Keimen. Dieses Buffet sei vielleicht mit ein Grund, warum die Methode dort greift, wo pharmazeutische Produkte nicht mehr helfen. In einigen Fällen könne man sogar von Wunderheilungen sprechen, sagt die Ärztin. Es kann sein, dass das am nächsten Tag der Patient schon deutlich gebessert ist in seinem Allgemeinbefinden. Oft erkennt man es, wenn Patienten also wirklich schwer krank, schwere Clostridieninfektionen haben und gar nicht richtig ansprechbar sind, dass die am nächsten Tag bereits ansprechbar im Bett liegen. Diese Behandlung haben wir 2017 gefilmt. Seitdem treffen sich Frau Kump und ihr Patient halbjährlich zur Kontrolle. Nach wie vor sei alles normal. In der Zeit davor waren 30 Toilettengänge pro Tag nichts Außergewöhnliches. Ich habe verschiedenste Therapien ausprobiert. Ich habe viele Medikamente genommen, ich habe Immunsuppressivum genommen. Ich war wirklich ziemlich verzweifelt, weil der Tagesablauf, das Leben rundherum, das hat nicht mehr funktioniert. Nicht nur für mich persönlich, sondern für das ganze Umfeld. Und wie ich die Möglichkeit bekommen habe, habe ich keine Sekunde darüber nachgedacht, ob das jetzt da einen gewissen Ekelfaktor hat. Das war für mich nie Thema. Das war für mich die einzige Möglichkeit innerhalb kürzester Zeit, weil das hat innerhalb von, ich sage mal, 2-3 Wochen vom Gefühl her, vom Körpergefühl her, wesentlich eine Verbesserung gebracht. Ob eine positive Beeinflussung der Darmflora und somit auch des gesamten Immunsystems durch frei erhältliche Mittel in der Apotheke möglich ist, daran zweifelt Frau Kumm. Bezüglich Nahrungsergänzungsmittel sind wir sehr kritisch, da die Datenlage sehr dünn ist, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt keine ausreichenden Studien, die uns belegen, dass Nahrungsergänzungsmittel wirklich langfristig eine positive Wirkung haben. Ernährung spielt da sicherlich eine wesentlich größere Rolle. Nahrungsergänzungsmittel, so heißen offiziell Präparate, die etwa das Immunsystem stärken sollen und ohne die keine Apotheke mehr auskommt. Nicht erst seit der Corona-Krise, wie uns Klaus Brettner, Chef der Leonhard Apotheke in Graz, bestätigt. Danke schön. Auf Wiedersehen, schönen Tag noch. Was haben Sie hier in Ihrer Apotheke im Angebot, das dem Immunsystem zuträglich sein kann? Ja, wir haben in der Apotheke Vitamine, Spurenelemente, pflanzliche Wirkstoffe, die das Immunsystem modulieren und anregen sollen. Das wäre Vitamin C und Zink als Kombination zum Beispiel.
oder Zistusextrakt, Holunderextrakt oder anderer Ansatz wäre quasi Immunglykane, die direkt auf das Immunsystem angreifen und das fördern sollen. Der Marktführer bei solchen Produkten heißt Omnibiotic. Anita Frauwallner verfolgt die Idee, mit verpackten Bakterien den menschlichen Organismus zu unterstützen, seit 25 Jahren. Die Kritik lautet im Wesentlichen, wenn ich sie kurz fassen darf, ist alles ein Blödsinn, hilft ja nichts. Was sagen Sie den Kritikern? Also allein jetzt bei unserem Institut sind mittlerweile 112 Studien gemacht worden, und zwar an Universitäten, das geht von Sydney über Stockholm, über die USA, über hier bei uns sehr viel auch in Deutschland, in Österreich. Und ich glaube, dass man das nicht mehr vom Tisch wischen kann. Ja? Man kann da nicht einfach sagen, das wirkt alles nichts. Magistra Frauwallner hat über die Jahre ein Unternehmen internationaler Relevanz aufgebaut. Das Zusammenspiel zwischen Menschen und Bakterien, so haben wir zumindest den Eindruck, steht im Zentrum ihres persönlichen Engagements. Probiotika können nicht alles, das muss man mal ganz klar sagen. Oder wir wissen noch nicht, was sie alles können. Aber in diesen Fällen, da sind diese für den Menschen positiven Bakterien sehr, sehr häufig in der Lage, etwas zu verändern, wenn ich die richtigen habe. Marketing ist natürlich für jedes geschickte Unternehmen relevant. Anita Frauwallner sponsert etwa professionelle Ausdauersportler wie Triathleten oder Extremradler. Aber sie heftet eine Warnung an solche Freizeitaktivitäten. Bewegung, rate ich jedem, gehe eine halbe Stunde laufen am Tag. Wenn Sie aber jeden Tag 6, 7, 8 Stunden trainieren, ja, dann ist das extrem zu negativ. Ihr Immunsystem kann das nicht mehr schaffen und das kippt dann. Und dies, man nennt das oft übertrainiert oder so etwas. Ja? In Wahrheit, sie schaffen es einfach nicht mehr. Stundenlanges Skifahren von Untrainierten über Tage auf Gletscherhöhe bei ungewohnt dünner Luft entspricht in etwa dem, was Frau Frauwallner eben gesagt hat. In Skigebieten, und da ist Ischgl keine Ausnahme, stapeln sich zudem Effekte, die uns empfänglich für Infektionen machen. Der mitunter reichlich fließende Alkohol wirkt sich negativ auf das Immunsystem aus. Und dazu kommt noch der niedrige Vitamin-D-Spiegel, unter dem wir mangels Sonnenlicht im Winter leiden. Und ohne Vitamin D funktioniert unser Immunsystem nicht, erklärt uns Dr. Harald Stossier, Komplementärmediziner am Wörthersee. Wir wissen auch, dass gerade die Risikogruppen, nämlich ältere Personen und Personen mit verschiedenen Vorerkrankungen wie Hypertonie und Diabetes, ebenfalls zur Risikogruppe. Hypertonie ist Bluthochdruck. Bluthochdruck und Blutzuckererkrankung, ebenfalls Risikofaktoren für Immunerkrankungen, wie zum Beispiel jetzt bei Covid-19 gesehen sind. Das heißt, wir wissen auch vom österreichischen Ernährungsbericht, dass ältere Personen Vitamin-D-Defizite haben. Eine Prophylaxe wäre eine billige Maßnahme, die im 50-60 Cent Bereich pro Tag ist. Also Vitamin-D-Tropfen. Vitamin-D-Tropfen oder Kapseln, je nachdem. Das ist dann in der Verabreichung völlig egal, aber es kostet nichts und hat eine hohe Effektivität. Von der Sie überzeugt sind? Absolut. Von der aber die wissenschaftliche Medizin sagen wird, naja, wir wissen zu wenig, deshalb können wir es nicht empfehlen. Wir brauchen mehr Studien. Ja, wir brauchen immer mehr, aber es würde ausreichen, wenn die wissenschaftliche Medizin die bestehenden Studien einfach nur lesen würde. Harald Stossier ist ein international anerkannter Fachmann auf seinem Gebiet. Hier in einer FX-Meyer-Klinik am Wörthersee ist er ärztlicher Leiter und behandelt Menschen, die definitiv nicht gefilmt werden wollen. Deshalb demonstriert er die Möglichkeiten eines alternativen Zugangs zur Stärkung des Immunsystems an einer Mitarbeiterin. So, wir machen jetzt eine Bauchbehandlung. Wir wissen, dass mehr als 60%, je nach Alter, Größe, Geschlecht, des Immunsystems an den Verdauungsapparat gebunden sind. Daher macht es auch Sinn, wenn je besser der Verdauungsapparat funktioniert, desto besser funktioniert unser Immunsystem. Ist der Verdauungsapparat belastet, dann ist er mit anderen Dingen beschäftigt und kann sich nicht um die Abwehr von Erregern kümmern. Bitte einmal einatmen und ausatmen.
Das, was Sie tun, beziehungsweise das Ergebnis, ist das dann auch irgendwie messbar? Man sagt, das Immunsystem ist jetzt besser? Oder ist ja, man kann entsprechende Laboruntersuchungen machen von den Zytokinen und wird feststellen, dass dann mehr entzündungshemmende Zytokine gebildet werden und die entzündungsfördernden zurückgebildet sind. Hier am doch recht luxuriösen Resort am Wörthersee fällt es natürlich einfach, sich gesund und schmackhaft zu ernähren. Doch dies sei mit ein wenig Bedacht auch in den eigenen bescheidenen vier Wänden möglich. Wir essen relativ viel Kohlenhydrate, auch am Abend viel Rohkost, die gärt. Wir essen zu viel Eiweiß, Eiweiß verfault. Das heißt, wir starten Fehlverdauungsprozesse. Das heißt, wenn wir jetzt ständig durch zum Beispiel Gärung das Immunsystem irritieren, das falsche Essen, dann sind die immunologischen Kräfte auf völlig andere Dinge gerichtet und können dann, wenn irgendwelche Erreger kommen, nicht mehr zielgerichtet arbeiten. Stossier ist auch ein Vertreter der Orthomolekularmedizin. Eine Sparte, die sich darauf beruft, Vitamine und Spurenelemente deutlich höher zu dosieren, als gemeinhin definiert. Zink zum Beispiel regelt ebenfalls das Immunsystem. Es hindert Viren zum Beispiel, dass sie sich vermehren können. Es hindert Viren, dass sie an bestimmte Zellen andocken können, weil Viren haben auch Rezeptoren und die werden dann durch Zink blockiert und können sozusagen nicht in den Körper eindringen. Das heißt, wenn wir zu wenig Zink haben, wird unser Immunsystem nicht in der Lage sein, die Abwehr so gezielt durchzuführen. In der öffentlichen Diskussion taucht sowas nicht auf. Und wenn, dann im Zusammenhang mit abfälligen Bemerkungen. Sind's nicht für ungut, Quacksalberei. Ja, das ist richtig, weil die Medizin bei uns ja Pharmakologie lastend ist, bei allen Verdiensten um die pharmakologische Therapie, aber es gibt neben den rein pharmakologischen Therapeutikern halt einfach noch Substanzen, die ebenso wichtig sind, die sie aber nicht patentieren können. Und insofern können sie damit weniger Verdienst erzielen als wie mit orthomolekularen Substanzen, die ja doch relativ billig und einfach in der Handhabe sind. Aber der Vorteil, der Körper kennt sie, wir arbeiten ständig damit. Sie haben keine Nebenwirkungen zu erwarten oder keine wesentlichen Nebenwirkungen zu erwarten, bei Kenntnis der Substanz, und können also sehr sicher eingesetzt werden. Aus der Lombardei, Stichwort Bergamo, haben uns in den letzten Monaten viele schreckliche Corona-Geschichten ereilt. Und deshalb muss jene von Dottore Cesare Perotti auch erzählt werden. Bereits Mitte März hatte begonnen, im Klinikum San Matteo in Pavia Rekonvaleszentenplasma einzusetzen, um Corona-Erkrankte zu behandeln. In seiner Studie weist er nach, dass mit der Plasmatherapie die Sterblichkeit im Vergleich zu Gesamtitalien um das 2,5-fache zurückgeht. Im San Matteo-Spital fällt der Rückgang noch viel deutlicher aus. Wir sind ein großes Krankenhaus in der Region. Alle Schwererkrankten kamen zu uns. Deshalb lag die Corona-Sterblichkeit bei uns bei etwa 30%. Mit unserer Studie können wir zeigen, dass wir in der Lage sind, zweifellos die Sterblichkeit auf 6% zu reduzieren. Es stirbt nur mehr jeder 16. und nicht mehr jeder 3. Und Sie müssen auch bedenken, dass wir das Plasma nur Intensivpatienten verabreicht haben, solchen, die zum Beispiel künstlich beatmet wurden. Und die Resultate sind exzellent. Die Plasmatherapie hat eine erfolgreiche Historie hinter sich. Wenigstens in Pavia gilt das auch für die Gegenwart. Warum wird diese Therapie nicht öfter eingesetzt? Warum ist sie nicht populär? Und das weltweit? Generell haben Sie recht, aber in den USA ist die Methode sehr populär. Ich denke, und das ist meine simple Meinung, dass die Plasmatherapie von der Pharmaindustrie nicht so gerne gesehen wird. Is not so well seen from Big Pharma. Weil sie sehr billig ist, im Gegensatz zu den antiviralen Medikamenten, die sehr teuer sind. In contrast to a lot of antiviral drugs, very, very expensive. Es gibt bislang keinen Nachweis, dass Remdesivir die Sterblichkeit senkt. Bei der Plasmatherapie gibt es diese Hinweise sehr wohl. Ja. This is a problem. Das ist ein Problem. This is a problem, you know.
Der Transfusionsmediziner schafft es in seinem Krankenhaus, die Covid-19-Sterblichkeit um 80% zu reduzieren. Er setzt die Plasmatherapie im täglichen medizinischen Betrieb ein. Entgegen den zu Redaktionsschluss gültigen Corona-Richtlinien der WHO, die auch in den österreichischen Pandemieplan einfließen. Die WHO empfiehlt Plasma als Prophylaxe oder zur Therapie nur in Zusammenhang mit klinischen Studien einzusetzen. Ein Paradigmenwechsel. Noch 2014 hat die WHO nahegelegt, die hochgefährliche Viruserkrankung Ebola mit Plasma von Genesenen zu behandeln. Der österreichische Pharmaverband weist die Mutmaßung von Cesare Perotti zurück. Selbstverständlich trete man für alle Therapien ein, die Menschen helfen, heißt es in der Stellungnahme. Herr Staudinger ist jedenfalls froh, dass er mit Plasma behandelt wurde. Sonst wäre er wohl heute, so meint er, nicht mit dem Rad zu Herrn Stratner gefahren, um die gute Nachricht zu empfangen. Michael Staudinger ist frei vom Coronavirus. Es haben viele Menschen zusammengearbeitet und es war neben Glück einfach perfekt jetzt für meine Situation, dass er einfach wirklich das eine Rad ins andere gegriffen hat und die zeitliche Komponente auch für mich gespielt hat. Der wissenschaftliche Mediziner Martin Stratner will die gehörten alternativen Wege zur Optimierung des Immunsystems nicht pauschal vom Tisch wischen. In vielen Fällen sei aber die Datenlage dann doch dürftig, sagte er. Es gibt eine Methode, die schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten sehr gut funktioniert, um sein Immunsystem zu trainieren. Und das ist die Impfung, wo man mit relativ geringem Risiko sich sehr gut auf die verschiedenen Krankheitserreger einstellen kann. Und wer sein Immunsystem trainieren möchte, der impft. Das Immunsystem braucht Beschäftigung. Aus Angst, sein direktes Umfeld ständig zu desinfizieren oder sich von der Umwelt abzuschotten, schadet über kurz oder lang seinen Abwehrkräften, sagt Doktorin Patricia Komp. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir unserem Immunsystem erklären, was ist gut und was ist schlecht, wo muss es arbeiten und wo muss es tolerant sein. Und was hier sicherlich hilfreich ist, ist ein nicht zu steriles Leben, diese keine übertriebenen Hygienemaßnahmen zu setzen. Für Kinder ist das besonders schädlich. Sie brauchen den Kontakt zu anderen und der Umwelt, damit sich ihr Immunsystem entwickeln kann. Wir wissen, dass Kinder, die mit Geschwistern aufwachsen, die am Land aufwachsen, mit Haustieren aufwachsen, in einem wesentlich geringeren Ausmaß an atopischen Erkrankungen, sprich Allergien, Neurodermitis erkranken, im Vergleich zu Kindern, die in der Großstadt aufwachsen, sehr sterile Umgebung haben. Diese Aussage verlangt natürlich eine anekdotische Überprüfung. Wie es denn um die Abwehrkräfte seiner Töchter bestellt sei, wollen wir von Herrn Gassner wissen. Sie haben natürlich einen Schnupfen, ihren Husten und andere Wehwehchen, aber im Großen und Ganzen, sie haben keine Allergien oder sonstige wirkliche Zivilisationskrankheiten, die man oft einmal haben muss, scheinbar. Also sie sind recht gesund, ja, absolut. Die Keime im Kuhstall tun uns besonders gut. Aber auch Haustiere wie Hunde oder Katzen helfen Kindern dabei, widerstandskräftig zu werden. Warum das so ist, wisse man noch nicht genau, sagt die Wissenschaftlerin. Gibt es so etwas wie gesunden Dreck? Davon bin ich überzeugt. Michael Staudinger hatte niemals die Möglichkeit, ein Immunsystem aufzubauen. Wegen einer seltenen Erkrankung ist sein Körper nicht in der Lage, Antikörper zu produzieren. Dass er die Corona-Infektion überlebt hat, verdankt er Emil von Behring, der vor über 100 Jahren die wissenschaftliche Grundlage für die Plasmatherapie geschaffen hat. Wäre grundsätzlich jeder Mensch für eine rekonvaleszenten Plasmatransfusion geeignet? Ja, also weitaus mehr. Es gibt ein paar angeborene Immundefizienzen, bei denen man etwas genauer hinschauen muss. Und es ist auch wichtig natürlich, dass man die Blutgruppensysteme im AB0-System berücksichtigt. Aber grundsätzlich ist eine Plasmagabe, kann jedes Individuum, was erkrankt ist, eine solche Plasmagabe auch vertragen. Es gibt allergische Reaktionen gegen Fremdeiweißsubstanzen, auf die man ein bisschen schauen muss. Aber das ist handelbar. Das ist im weitaus größten Fall sehr, sehr gut handelbar. Definitiv besser handelbar als eine schwer verlaufende Covid-19-Erkrankung. Ja. Ein Grund, warum nicht schon eher auf Plasma als Therapieoption für Covid-19 gesetzt wurde, sei, dass zu Beginn der Pandemie zu wenig Plasma zur Verfügung gestanden wäre. Internationale Kooperation hätte Abhilfe schaffen können. Ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen, dass die Therapie mit rekonvaleszenten Plasmen möglicherweise sogar länderübergreifend besser mit eingebunden wird.
länderübergreifend hieße dann zum Beispiel, die Chinesen hätten mit dem rekonvaleszenten Plasma den Italienern helfen können, die Italienern, den Spaniern. Und die Österreicher, den Peruanern. Doch die internationale Zusammenarbeit zu Beginn der Corona-Krise habe nur schwerlich funktioniert. Das sei schon bei der Beschaffung von Schutzausrüstung so gewesen, sagt Ärztekammerpräsident Thomas Sekeresch. Jetzt haben wir ein Fenster, wo man Plasma sammeln kann. Und jetzt appelliere ich wirklich an alle Patienten, die wieder gesund geworden sind, bitte spenden Sie Plasma. Sie helfen damit, zukünftigen Patienten, Infizierten, nachweislich und nachhaltig. Bitte spenden Sie Plasma. Michael Staudinger fährt heute am Friedhof vorbei. Er ist mit rekonvaleszenten Plasma behandelt worden. Wie geht es Ihnen heute? Heute geht es mir wieder sehr gut. Also ich habe wieder in den Alltag gefunden und merke schon, dass ich noch nicht zu 100% also dort bin von der Leistungsfähigkeit, wie halt vor der ganzen Geschichte. Aber ich habe das Gefühl, ich bin nah dran. Rekonvaleszentenplasma sollte im Falle einer sich ausbreitenden und die öffentliche Gesundheit bedrohenden Virusepidemie, für die keine Impfstoffe oder antiviralen Medikamente zur Verfügung stehen, als Therapiemöglichkeit in Betracht gezogen werden. Dieser Vorschlag der WHO-Transfusionsmediziner stammt aus dem Jahr 2017. Dass es unter bestimmten Umständen sehr hilfreich sein kann, das haben wir nicht erst 2020 gelernt, und deswegen sollten wir diese Therapieoption immer mitführen und für zukünftige Zeiten, wo andere Umstände bestehen, viel besser mit eingeplant haben. Und nun noch eine Mitteilung in eigener Sache. Die Com Austria hat aufgrund zweier Beschwerden Folgendes festgestellt. In der Sendung Am Schauplatz, die süße Sucht, wurde am 23.03.2017 um 21.05 Uhr im Programm ORF 2 ein Beitrag über das Geschäft mit dem Zucker und die gesundheitlichen Folgen von übermäßigem Konsum zuckerhaltiger Nahrungsmittel ausgestrahlt. Im Beitrag behauptete eine interviewte Ärztin, dass Zucker das gleiche Suchtpotenzial wie Rauschgift habe und in seiner Wirkung mit Heroin oder Kokain vergleichbar sei. Indem der ORF hierzu Kontraststandpunkte nicht im ausreichenden Maß zur Geltung hat kommen lassen, hat er gegen das Objektivitätsgebot des ORF-Gesetzes verstoßen.